Der Microsoft Flight Simulator 2020 ist seit mittlerweile fast einem Jahr für den PC auf dem Markt verfügbar. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan und die Software wird immer mehr zu dem, was wir eigentlich davon erwartet haben. Wir schauen uns ein paar schöne Bilder an und sprechen mal darüber. Viel Spaß! Vorweg, ich weiß, Flugsimulation ist nicht für jeden von euch ein Thema und keine Angst, hier werden wir jetzt nicht nur noch über Flugsimulation reden, am Ende des Tages bleibt es halt ein Computerspiel und da muss man Bock drauf haben, aber auf dem Stand, auf dem die Software zum aktuellen Zeitpunkt ist, gibt sie uns doch einen ganz guten Grund, einmal darüber zu sprechen. Denn wenn man sich darauf einlässt, dann kann das, was da jetzt verfügbar ist, eben für viele ein bisschen mehr sein als nur ein Computerspiel. Fangen wir mit dem Besten an, die Grafik. Das war von Anfang an das Aushängeschild und hat auch echt nicht enttäuscht. Was uns der Simulator für Bilder liefern kann, das haben wir in zahlreichen Livestreams gesehen, das war von Anfang an wirklich schwer beeindruckend. Was mich dabei bis jetzt am meisten abgeholt hat, war definitiv die Darstellung des Wetters. Die Simulation des Wetters in 32 Schichten, wir rollen das Ganze mal kurz von hinten auf, nicht wundern, rundherum eigentlich all das, was wir beobachten können, wenn wir uns bereits mit dem Flugzeug in der Luft befinden. Auf Reiseflughöhe, mit dem Airliner oder in wenigen tausend Fuß über dem Boden, mit einer kleineren Maschine, völlig egal. Das, was die Simulation da liefert, ist wahnsinnig beeindruckend, weil es so realistisch und damit halt eben auch so vielfältig ist. Wie das Licht von einer Wolkenschicht durch die nächste fällt, wie eine Wolke Schatten auf eine andere Wolke und dann auf den Boden wirft, wie detailliert eine Wolke aufgebaut ist. Sie verschwindet nicht einfach, wenn man durch sie hindurchfliegt und sie fängt auch nicht an, sich ganz komisch zu drehen, wenn man darüber hinwegfliegt. Die Leute, die schon ein bisschen länger im Thema Flugsimulation mit dabei sind, die wissen, was ich meine. Vielleicht verursacht die Feuchtigkeit Wassertropfen auf den Scheiben. Alles Details, die wir so, wie sie jetzt im Microsoft Flight Simulator 2020 aussehen und funktionieren, bis jetzt in noch keiner anderen Flugsimulation für den PC gesehen haben. Dazu Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, sehr beeindruckende Stürme und Gewitter, bei denen mir jetzt erst einmal nur die etwas übertriebene Darstellung von Blitzen als noch etwas ausbaufähig aufgefallen ist. Dazu Jahreszeiten, eine beeindruckend aussehende Darstellung von Schnee und Eis. Und endlich eine weltweit passende und sich mit dem Wetter verändernde Darstellung des Wassers. Wir müssen endlich nicht mehr irgendein komisches Plugin aus dem Internet installieren, damit das Wasser vernünftig aussieht, sondern das Wasser, das Land, die gesamte Welt sieht aus der Luft im Flight Simulator 2020 so gut aus wie nie zuvor in einer Flugsimulation. Und weil das alles so wahnsinnig beeindruckend ist, spiele ich das Ganze auf einem 24 Zoll Full HD Monitor, etwas angestaubt, aus dem Jahr 2011. Das sollte man dringend ändern. Kann man eigentlich auch einfach einen Fernseher als Monitor benutzen? Je dichter man dann im Microsoft Flight Simulator über den Boden fliegt und je genauer man den Ort kennt, den man da gerade überfliegt. Also wenn man eigentlich genau das macht, was das Flight Simulator 2020 Team auch für die ersten Flugstunden im Flight Simulator vorgeschlagen hat, dann wird es ziemlich spannend. In vielen, auch größeren Städten fehlten zu Beginn zum Beispiel Kirchen oder auch andere markante große Gebäude, die für das Bild einer Stadt, nicht nur einer größeren Stadt, natürlich sehr wichtig und interessant sind. Da fehlte einfach eine ganze Menge. Erinnert ihr euch zum Beispiel an das Video, wo wir im Microsoft Flight Simulator über 50 verschiedene Städte geflogen sind? Da ist vielen von euch eine ganze Menge so ein Zeug aufgefallen. In Stuttgart zum Beispiel fehlte am Anfang der Flughafen. Naja, auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir sind es von Google Earth oder von mir aus auch von Microsoft Bing Maps gewohnt, die ganze Welt hochauflösend und sehr detailliert ganz einfach in der Tasche zu haben. Und das von Anfang an vom Microsoft Flight Simulator 2020 zu erwarten, die Erwartungshaltung hat das Flight Simulator Team eigentlich selbst befeuert. Aber nichtsdestotrotz, all das, was wir da sehen konnten, war auch schon an Tag 1 verglichen zu dem, was wir bis dahin aus der Flugsimulation am PC zu Hause kannten, an fast allen Orten sehr viel besser.
Und das muss man fairerweise dazu sagen, es wurde ja auch nicht zu viel versprochen. Es kommen World Updates. 2020 kam das Japan Update, das USA Update, 2021 dann das Großbritannien und Irland Update, das Frankreich und Benelux Update, das Skandinavien Update und für Ende August 2021 wird dann das Update für die Schweiz, Deutschland und Österreich erwartet. Dazwischen soll uns ein weiteres großes Update deutliche Performance-Verbesserungen liefern und dafür sorgen, dass der Flight Simulator 2020 die Hardware am PC zu Hause sehr viel besser ausnutzen kann, als das bis zum aktuellen Zeitpunkt der Fall ist. Und diese Updates sind wirklich riesig und sie bringen auch wirklich was und schieben die Grafik des Simulators immer und immer wieder um ein weiteres Level nach oben. Dahin, wo wir wirklich noch nichts Vergleichbares gesehen haben. Gleichzeitig fragt man sich dann aber auch, ob das normal ist, dass eine Software wie der Flight Simulator 2020 alle paar Wochen ein mehrere Gigabyte großes Update laden muss, um zum Beispiel die Hardware besser zu nutzen. Vom Flight Simulator X kennen wir noch die Service Packs 1 und 2. Und dann war es das, glaube ich, auch. Jetzt würden einige von euch sicherlich sagen, das ist halt aktuell normal. Und das glaube ich euch auch. Ohne tief in der Computerspielszene drin zu stecken, habe ich auch mitbekommen, dass es durchaus zum aktuellen Zeitpunkt Standard ist, dass Titel krass hochgehypt werden und dann bei der Veröffentlichung eigentlich noch gar nicht so richtig fertig sind und von einem Hotfix zum nächsten rennen. Aber nur weil das irgendwie Standard ist, ist es ja nicht automatisch cool. Und so wie ich das verstanden habe, kann man das halt auch übertreiben. Stichwort Cyberpunk. Was ich sagen will, der Flight Simulator 2020 wirkte für mich zumindest zu Beginn, also vor fast einem Jahr, wirklich unfertig. Und die Stelle, an der man das wirklich gemerkt hat, sind die Flugzeuge. Je nach Version liefert uns der Flight Simulator 2020 echt eine ganze Menge ziemlich coole Flugzeuge von Anfang an mit. Für mich besonders spannend, und die Flugzeuge kann ich auch einigermaßen gut beurteilen, sind die Cessna 152, weil ich darauf eben den ersten Teil meiner Ausbildung absolviert habe und die Privatpilotenlizenz auf diesem Flugzeug gemacht habe, und der Airbus A320, weil das eben das Flugzeug ist, was ich zum aktuellen Zeitpunkt fliege. Die Kurzversion des Ganzen ist, die Cessna 152 hat mich komplett begeistert. Das Ding fliegt wie die echte Cessna 152, sie sieht aus wie die echte Cessna 152, sie hört sich vor allem, und das ist sehr beeindruckend, es hört sich vor allem auch so an, als würde man eine Cessna 152 fliegen, und das Ding stallt auch wie die echte Cessna 152, nämlich sehr ungern und sehr gut kontrollierbar. Der Airbus aber hat mich fertig gemacht. Ein sehr unvollständiges Fly-by-Wire-System, sehr wichtige Knöpfe, die man am Anfang einfach nicht drücken konnte. Und man konnte das Flugzeug zum Beispiel auch in den Strömungsabriss bringen. Und das im ganz normalen Betriebsmodus. Sully wäre nicht begeistert. Und die Systemtiefe, die war ungefähr so weit wie die bei der Cessna 152, mit dem Unterschied, dass das da halt reicht, um eine Cessna 152 100% realistisch auf den PC zu bringen, aber halt eben keinen Airbus. Und ich weiß durchaus, Verkehrsflugzeuge sind eine ganze Ecke komplexer als eine Cessna 152, aber da fehlte es halt eben an allem. Und uns wurde was anderes versprochen. Und wenn man dann dazu auch noch sieht, dass der Flight Simulator 2020 ganz groß zum Beispiel in den Livestreams und Videos von Alexi Bexi oder Papa Platte zu sehen ist, was cool ist, auf jeden Fall. Aber dann überlegt man sich, hoffentlich kommt da noch was, oder man gehört irgendwie doch nicht so richtig zu der Zielgruppe für den neuen Flugsimulator. Das Flugzeug in Schräglage versetzen. Was mich allerdings zu Beginn am meisten fertig gemacht hat, und das wissen viele von euch schon, und das gehört mittlerweile zum Glück auch alles der Vergangenheit an, das Microsoft Flight Simulator Team hat eine ganze Menge Sachen in diesen Flugsimulator eingebaut, die für eine Flugsimulation sehr, sehr wichtig sind und sehr, sehr cool sind. Meteorologisch interessante Dinge, technisch interessante Dinge, aerodynamisch interessante Dinge, Vereisung zum Beispiel. Sehr cool, dass es das im neuen Flugsimulator gibt. Aber irgendwie nicht so cool, wenn mein A320, nachdem er eine kleine schnuckelige Cumuluswolke durchflogen hat, als fluguntauglicher Eisblock da hinten rauskommt. Oder Ground Effect, Bodeneffekt. Sehr, sehr wichtig und sehr cool, sehr gut, dass das in diesem Flugsimulator drin ist. Aber nicht gut, wenn man das Flugzeug dann quasi ab 30 Fuß bis zum Boden gar nicht mehr steuern kann und das Flugzeug an den Boden randrücken muss. Weil das würde im echten Leben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass man das Nosegear in der Küche stehen hat. Und hier hat man in der Entwicklung definitiv keinen A320-Piloten mal rangelassen, weil dann wäre das nicht passiert. Unterm Strich, eine Sache hat sich beim Flight Simulator nicht geändert. Er braucht seine Community. Und die kam. Und damit hat sich alles geändert. Und nicht zuletzt, die Community hat eben auch dafür gesorgt, dass der Flight Simulator 2020 jetzt der beste Flugsimulator ist, den man kriegen kann.
Der kostenlose Fly-by-Wire-Mod macht aus dem A320 ein großartiges, sehr viel realistischeres Flugzeug mit jetzt schon beeindruckender Systemtiefe. Und das lässt sich noch viel leichter sagen, wenn man weiß, dass da ja noch viel kommt. Also die werden dieses Flugzeug immer und immer weiter verbessern. Und damit verbessert sich für Leute, die sich für den A320 in der Flugsimulation interessieren, natürlich auch der gesamte Flight Simulator. Das Internet liefert euch dazu mittlerweile eine ganze Menge an sehr detaillierten, sehr guten, kostenlosen Bemalungen für die verschiedenen Flugzeuge. Eine ganze Menge an kostenlosen, sehr guten Szenerien für verschiedenste Flugplätze und Flughäfen, mit denen ihr euren Flugsimulator individualisieren bzw. upgraden könnt. Und das Wichtigste an der ganzen Sache, wenn ihr einmal diesen Community-Folder auf eurem PC lokalisiert habt, dann ist das mit der Installation von dem ganzen Zeug ja auch überhaupt nicht mehr schwer. Das war gut für mich und macht den Flugsimulator eben noch sehr viel besser. Der interne Marketplace des Flugsimulators ist mittlerweile mit über 500 Items auch sehr gut gefüllt. Dazu kommen brauchbare Add-ons, wie zum Beispiel von PMDG mit der DC-6, die mich sehr beeindruckt hat, traumhaft gut funktioniert und für Neueinsteiger und Profis völlig egal, so viel zum Entdecken und so viel zum Lernen gibt, dass sie jeden Cent wert ist. Und nicht zuletzt diese Add-ons und nicht zuletzt das, was die Community für den Flugsimulator tut, das alles sorgt eben dafür, dass dieser Flugsimulator zu einer sehr guten Software heranreift und jetzt gerade schon eine sehr gute Software ist, die ich nicht nur gerne für die Streams, sondern mittlerweile auch durchaus gerne zur Vorbereitung für meine eigenen Simulator-Checks nutze. Und da kommt dann ja auch noch viel mehr, zum Beispiel halt eben von PMDG mit der Boeing 737, mit der 777, mit der 747. Ich bin sehr überzeugt davon, dass da ein sehr gutes, sehr brauchbares Boeing-Line-Up für diesen Flugsimulator kommt. Ihr habt mir letztens von einem Phoenix Simulations A320 erzählt, der für den Flight Simulator 2020 bald verfügbar sein soll und wohl auch sehr gut werden soll. Und mit Kleinflugzeugen wie zum Beispiel mit der PA-44, mit der Seminole, haben wir wirklich, wirklich viel Cooles mittlerweile in diesem Flugsimulator verfügbar. Dazu kommt das Ding auch bald endlich mal auf der Xbox raus. Darauf warten ja auch einige von euch. Und so haben wir mittlerweile endlich, zumindest aus meiner Perspektive, eine ganze Menge brauchbare Möglichkeiten, um ohne Ende Spaß mit dem Flight Simulator 2020 zu haben. Endlich. Endlich finde ich ihn richtig gut. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ein bisschen anderes Video heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich auf eure Meinung zum Flugsimulator in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem neuen Video wieder. Bis dann. Lasst es euch gut gehen. Und tschüss.